Grüß euch, ich bin's wieder, die Birgit von den Tölzer Stadtversucherinnen. Diesmal habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von der Maria, meiner Nachbarin, die eine Brasilianerin ist. Und die Geschichte heißt Der vergessene Antonius. Ich war letztens bei meiner Nachbarin Maria eingeladen. Maria stammt aus Brasilien und ihr Mann trägt ab und zu ein T-Shirt, auf dem folgender Spruch steht: Ich bin mit einer Brasilianerin verheiratet und fürchte mich vor rein gar nichts mehr. Diese Aussage trifft in etwa auf das Temperament von Maria zu. Einmal im Jahr veranstaltet Maria ein großes Essen und lädt dazu die Nachbarn und all ihre brasilianischen Freundinnen ein, die im Umkreis von 30 Kilometern wohnen. Man muss sich das so vorstellen, dass an solch einem Tag Samba in der Luft unseres kleinen, beschaulichen Dörfchens liegt, wenn Marias brasilianische Freundinnen in High Heels, eng geschnittenen Kleidern und mit riesigen Töpfen bewaffnet anrücken. Denn man muss wissen, wenn man bei einer Brasilianerin eingeladen ist, sollte man am besten 5 Tage vorher nichts essen. Eine ganz normale Einladung zum Kaffee artet in ein mehrgängiges Essen aus, unterbrochen von Samba-Einlagen. Der meistgesprochene Satz an solchen Tagen ist: Birgit, das musst du unbedingt probieren, das ist aus Brasilien! Und ehe man sich versieht, hat man schon wieder irgendein unwiderstehliches süßes oder ein deftiges Teilchen im Mund. Nach dem eigentlichen Kaffee dauert es in etwa 10 Minuten, bevor dann die Damen in ihren High Heels in die Küche tanzen. Was auch wirklich so ist, denn normal können Brasilianerinnen nicht gehen. Die tanzen irgendwie immer Samba, um anschließend dann auch noch mit den riesigen Töpfen zu hantieren. Während des zweiten Ganges, der kurz danach aufgetischt wurde, sah sich einer etwa 35-jährigen Brasilianerin gegenüber. Als sie von Maria hörte, dass ich Bücher über den heiligen Antonius geschrieben habe, war die Freude und der Gefühlsausbruch groß. Ich hatte in meinem letzten Buch schon beschrieben, dass die Brasilianer ihre eigene Vorgehensweise mit dem Heiligen haben. Sie vergraben die Figur im Garten und sagen zu ihm, dass er erst wieder ausgegraben wird, wenn er geholfen hat. Diese Brasilianerin erzählte mir gestenreich und mit funkelnden Augen, dass sie als junges Mädchen eine Figur vom heiligen Antonius vergraben hat, mit dem Wunsch, ihr einen guten Ehemann zu suchen. Mittlerweile ist sie zum 4. Mal verheiratet. Und erst letztes Jahr, kurz vor ihrer 4. Eheschließung, ist ihr eingefallen, dass sie all die Jahre vergessen hatte, die Figur des Heiligen auszugraben. Und sie befreite den sichtlich mitgenommenen Heiligen Antonius endlich aus der Erde. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie nur deswegen so viele Ehemänner bekommen hat, weil der Heilige Antonius die ganzen Jahre immer noch vergraben war. Sie hoffte, dass jetzt mit dem 4. Ehemann endlich Ruhe bei ihr einkehrte. Ich musste herzhaft lachen und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute, bevor dann aber auch schon wieder der nächste Gang kam und man dann auch noch unbedingt Samba tanzen musste.